Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Devour. So habe ich es mir sagen lassen. Spricht man das aus? Dem Sternchen-Simulator. Wir probieren mal die neue Map, die Asylum irgendwas Map gibt's jetzt? Hätte ich zu gerne wissen, was wer mehr geschrieben hat. Es sind nur Sternchen. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Achso. Ah. Schön, ich habe den Filter auch noch an. Hallo YouTube. Ja, Hallo dann YouTube. legen wir nochmal los. Gucken mal, Du was sich spielst so doch. getan hat. Bin bereit, ich bin bereit. Es ist der 24.04. und es gab ein paar Updates auf jeden Fall. Ich habe nur keine Ahnung, welche. Es gibt coole Neuerungen, die ich aber Psst. nicht weiß. Reden wir jetzt dann eigentlich in-game oder wie machen wir es? Hab's, glaube ich, nicht an. Daher, nein. Oh, Intro. California, USA. After banishing the goat demon, Azazel, from cult leader Ana Puerta, Molly Jackson was committed to a secret psychiatric hospital, suffering manic delusions. Here, she was subjected to barbaric, outdated shock treatments that ate away at her body and mind. Slowly remembering the summoning ritual she had seen during her time with the cult, Molly began attempting to raise Azazel once again. As a former cult member and one of Molly's closest friends, you have tracked her down, hoping that your worst fears have not been realized. Wieder Ziegen. Juhu. Yay. Okay, F um die Tasche. Oh, es ist What? tatsächlich What? etwas so dunkel. Oh Gott, ist das komisch. Jetzt ist er wenigstens. Ist immer so angekriegt mit der Maus. Weiß ich nicht mehr. Warum wir Molly nicht spielen können. Hä, das ist so komisch. Das ist so schwammig alles. Ich glaube, reden wir im Spiel, oder? Ich hab's nicht. Ja, ach ja, das stimmt, wir sind noch bei Discord, ne? Ja. Wie geht das nochmal im Spiel? Und was man hier macht im Spiel? Nicht K. Ich habe letztes Mal auch über das Spiel geredet. Nein, wir haben nicht über das Spiel geredet. Doch, wir haben es probiert, glaube ich. Wir haben es, glaube ich, nicht probiert. Doch, wir hatten das über das Spiel gemacht und es war doch so komisch, weil man sich über die ganze Map gehört hat, auch wenn man irgendwie ganz woanders war und so. Pusht und offenes Mikro. Hört ihr mich jetzt doppelt? Hallo. Ja. Was ist das? Ach, Push und Talk. Ich habe jetzt offenes Mikro einfach gemacht. Ja, Maustaste 4 ist es bei mir, so wie ich es vorher auch hatte. Hallo. Hallo, hallo. Ach nee. Mute Hallo. Hört ihr mich? Ich mach offenes Mikro, ich vergesse immer Push Talk. Ich weiß nicht, welche Taste es ist. Hallo. Hallo. So, einmal durchzählen. Alle da? Hört man die alle und jeden? Eins. Hallo. Zwei. Zwei. Auch? Drei. Vier? Yay! Alle da. Okay, auf ja, geht's. Ja, geil. Okay, dann. Tun. Ich will da rein. Wieso geht's nicht? Oh, hier ist was zum Lesen. Oh, ich hab's Licht ausgemacht. Moment, wie kann man... Ah. 4. April, Dr. T. Walker. Die Aufnahme unseres neuesten Patienten heute Morgen war problematisch. Miss Molly Jackson wollte nicht kooperieren und musste sediert werden. Nachdem sie sich geweigert hatte, zu ihrer eigenen Sicherheit in einem Rollstuhl geschnallt zu werden, bei der Mehrheit unserer Patienten haben wir dieses Problem nicht. Als ich sie heute Abend während meiner Runden besuchte, bemerkte ich, dass sie versuchte, eine Ratte mit etwas Essen aus der Kantine in ihr Zimmer zu locken. Okay. Ach, die Opfer Ratten hier, oder was? Da gerne liest, hier ist noch eine Notiz. Ja, mehr Notizen. Oh, warte. Oh, ich mach mal das Licht aus. 1. Mai, Dr. T. Walker. Wir haben endlich mit Mollys Elektroschock-Therapie begonnen. Unglaublich. Sie kann über 130 Volt aushalten. Ein kleines Tier wäre davon schon längst gestorben. Gott sei Dank versteht unser Stifter, dass unsere neuere psychiatrische Behandlungen unseren gewalttätigsten Patienten nicht helfen. Und er es uns ermöglicht, unsere Arbeit hier ungestört auszuführen. Wenn man uns entdecken würde, würden wir gestoppt werden. Dan, dan, dan. Ich habe irgendein... Hier ist ein Kleidungsstück. Hier ist, glaube ich, ein Sammelobjekt statt Rosen. Hör dich nicht, Ingern. Die wir einsammeln müssen. Also hier ist... Ich werde ja pingen, aber hier gibt's... Wo sind sie denn alle hin? Ah. Hier ist noch was zum Lesen. 31. August. Miss Jackson hat sich sowohl körperlich als auch geistig weiter verschlechtert.
Episoden extremer Psychose, massiver Gewichtsverlust. Gestern entdeckte die Wächterin eine Ratte, deren Schwanz fehlte in der Tasche ihres Nachthemdes. In den letzten 4 Monaten konnte ich sie nicht dazu bringen, mir aber jemand zu vertrauen. Das Einzige, was sie wollen, ist das andere. Was macht ihr denn hier, während ich... Die Heizung macht Geräusche, Hilfe! Lest doch nur Zettel. Da ist was drin, das ist ein... Der nächste Zettel hier. Oh! So viel Story. 1. Januar. Bei meinen Besuchen ist Max Jackson immer mehr von der Realität losgelöst. Sie reagiert selten auf äußere Reize und bemerkt meine Anwesenheit kaum. Ihre Zeit verbringt sie damit, Texte in einer nicht wiedererkennbaren Sprache an die Wände ihres Zimmers zu kritzeln. Das Wort Azazel kommt häufig vor. Ich musste ihren Zugang zum Gemeinschaftsbereich einschränken, da sie mit die anderen Patienten bedrohte, indem sie rief, dass sie töten und sie zu Azazels Haustieren machen würde. Deutsch, Molly ist durchgedreht. Also hier war gerade so ein creepiger, komischer Dude und der ist weg. Oh, und ich habe ihn nicht gesehen. Nach diesem komischen, gruseligen Geräusch. Das Tolle ist, dass dort ganz weit weg steht, dass sie dann auch die roten Augen hat, wie die Bösen. Das heißt, wenn man jetzt so jemand nach dahin... Ja, stimmt. Ja, mal ich glaube, ich höre den Soli. Oh. Macht mal Licht aus. Wie geht das? Ja, guckt euch das mal an, das ist voll gruselig. Das ist richtig creepy. Not du bist creepy. Da kam toll, was danke! Ganz hinten. Das ist schon cool. Kann man hier irgendwo lang? Oben, Thomas. Der Soli hatte gerade was gefunden. Genau. Der Soli hatte den Schlüssel für oben gefunden. Der spielt schon wieder ohne uns. Wo ist denn oben da? Naja, wenn du erstmal 3 Stunden mit Lesen beschäftigst. Ja, wir müssen ja wissen, worum es geht. Ja, Story ist alles. Ja, ich hab nicht zugehört. Hier ist ein First Aid Kit. Oh. Meine Taschenlampe ist ausgegangen! Ja, meine auch! Meine Taschenlampe ist ausgegangen! Was passiert hier? Ich seh nix! Kannst du aufhören, mich mit deinen roten, creepigen Augen anzuschauen? Meine Taschenlampe ist ausgegangen! Ja, meine auch! Hier liegt ein Schlüssel! Hier liegt ein Schlüssel! Können wir bitte Phasmophobia spielen? Ich hab den... Danke! Hast du gut gemacht, jetzt kommen die Rollstuhl-Zombies! Wer bist denn du? Ich hab den Kantinenschlüssel auf jeden Fall. Geräusche. Als wer die Kantine findet. Da lag hier ist ein Lappen. Sehr schön. Du bist ein guter Mensch. Wo bist du? Ja, hier. Ich hab irgendein komisches. Was ist das? Ich hab so ein Ding. Sicherung. Ich hab ein Ding. Was für ein Ding? Sicherung? Ah, okay. Ja. Ah. Okay, also da lag diese komische Tante. Hier ist Essen. Kann man damit was machen? Kannst du einsammeln? Ja. Was macht man damit? Warum? Ich will das Ekelzeug nicht haben. Klingt Mary bei euch auch so super dumpf, oder ist es nur, wenn es weiter weg ist? Nee, das Spiel, ich glaube, das Ingame ist ein bisschen sehr dumpf. Durch eine Wand. Durch eine Wand. Ingame ist ganz schön dumpf, ja. Hier ist noch ein Schlüssel. Leichenschauhaus. Toll. Den habe ich mir gewünscht. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Schlüssel suchen, aber... Schlüssel. Wir haben scheinbar noch nicht gefunden, was wir sammeln müssen. Ich denke mal, als zum Anlocken brauchen wir diese vergammelten Teller. Was ich auch glaub, immer. Wir brauchen Ratten, ne? Klang ja so nach Ratten. Das irgendwie. Kann natürlich sein. Ich habe ein paar Mal schon Ratte gelesen. Oh. Was ist eine Ratte? Wir haben eine Ratte gefunden. Kannst du essen? Ratte. Die droppt man hier. Aber wo müssen wir die hinbringen? Weiß es noch nicht. Wo müssen wir hin mit der Ratte? Ich hab ne Ratte! Du hast die Ratte. Hast du die Ratte? Du hast die Ratte. Nein, ich hab ne Ratte. Ich hab ne Ratte. Dann hab ich die Sicherung. Ist Sicherung. Hier ist ein Mülleimer. Kann ich die Ratte einfach in den Mülleimer schmeißen? Ich glaube, die brauchen wir noch. Ja, Männer im Rollstuhl haben wir auch schon gesehen. Geräusch, Geräusch, Geräusch! Ah, Rollstuhl, ah, gut! Hinter der Tür! Ich hab ihn geh weg. Ja, wir brauchen Ratten! Wir brauchen Ratten, wir wissen nicht wofür. Ich hab eine Tür gefunden, die zum Leichenschauhaus. Da vorne ist das. Wissen wir noch nicht. Oh, das ist. Leichenschauhaus ist gut, da habe ich einen Schlüssel für. Kann man da Ratten verbrennen? Welche? Wo? Was? Wie? Lass mich nicht hören. Wenn du die Tür an bewegst, dann. Hä? Was ist denn das hier? Ah, den Schlüsselspeisekammer, okay. Hab ich den nicht? Warte mal.
Nee, ich hab Kantine. Ich hab Rattenfrei gelassen auf der Mülltonne. Du kannst Essen hinstellen, dann kannst du dir damit anlocken. Ich mach mal Tür zu. Aber damit sie dich abhaut. Ah nein, ich hab wieder den Eimer umgestoßen und 30 Ratten rausgelassen, also. Was hast du? Ja, 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 ja. Hier ist das Leichenbauhaus. Hier unten? Ah, den Schlüssel habe ich. Ist eine Ratte. Ich habe nichts zum Anlocken. Ist weggelaufen. Ah, so muss man die freilassen. Okay. Man muss noch rausfinden, was wir damit machen müssen. Ich hab den Schlüssel, lass mich vorgehen. Ratte? Ach, wir sind wieder vorne, da kamen wir her. Ja, aber wohin mit den Ratten? Ich hab noch nichts gesehen. Guck mal, hier ist ein Schlüssel. Hä? Speisekammer. Hat der eben auch schon? Die weiß ich, wo die ist, da waren wir gerade vor. Na dann führ mich hin. Ja, ja. Vielleicht finden wir auch mal irgendwie einen Ort, wo man hin muss. Wo? Warte kurz. Lass mich kurz orientieren. Hier, ne? Nein. Oh. Ah, hier ist noch eine. Sicherung. Verdammt. Wo sind sie? Wo sind eigentlich der Werbe und die Not? Ich hab's. Ja. Das war die Speisekammer. Wir sind auf der anderen Seite gekommen. Das ist gut zu wissen. Ich hab keine Ahnung. Werbe, Not. Hier, sie ist hier. Da ist sie. Taschenlampehaus. Hey, da seid ihr. Sie ist hier. Pss, pss, pss. Ja, sie war oben. Die hat uns vorhin schon angestarrt. Ah. Sie ist hier. Die ist gruselig. Hast du schon mal rausgefunden, was wir mit den Ratten machen müssen? Was macht das? Was ist das für eine komische Olle? Das ist Molly. Hat irgendwer von euch rausgefunden, wo wir die Ratten hinbringen müssen? Nee. Ich kann nur Ratten sammeln, aber... Vielleicht in ihrem Zimmer? Geh's auf, ja. Ah, die Mary. Hallo. Siehst du, bei Mary bist du sicher. Oh. Das glaube ich nicht. War ich gruselig. Jetzt ist der Werber wieder weg. Genau. Er ist irgendwo noch hier in der Ecke. Oh, hier können wir runterspringen. Man hört sich ja echt gar nicht, sobald man ein paar Meter auseinander ist. Das ist gar nicht mehr so leicht. Ja, realistisch. Oh, hier ist noch ein Sammeldings. Hast du nicht in irgendeinem Dokument lesen können, dass irgendwas... Naja, sie hat halt mit dem Schrumpf gemacht. Sie wollte das in ihr Zimmer locken. Darum glaube ich, wir müssen das in ihrem Zimmer dann machen. Aber ich habe ihr Zimmer noch nicht gesehen, glaube ich. Ich weiß nicht. Huch. Oh Gott. Wo ihr Zimmer ist. Hier ist eine Achse. Hier noch. Oh. Nee. Schade. Eine Dusche. Wir sind zum Glück nie gruselig in Horrorspielen. Yep. Nicht gruselig. Ich bin auch irgendwo. Mit E, glaube ich, oder? Strom, da gehen wir mal nicht hin.
Hallo. Meine Vater wieder. Ist ja süß, wie man die am Schwanz dreht. Willst du die einfach anfassen? Oh, hallo. Hallo. Hm. Hm. Aber das sieht schon aus wie Patientenbetten hier oben, aber ups, sind halt nichts, um Ratten zu verbrennen oder so. Wer atmet hier recht schwer? Molly, sag mal, was machen wir denn mit den Ratten, hä? Hm? Molly! Ist sie hier noch? Sehe sie gerade nicht. Molly? Ich höre sie aber, glaube ich. Ah, sie kommt die Treppe runter. Ah, frag sie mal, wo wir hin müssen. Ich hab hier was. Wo ist hier? Kommt das von oben? Werbe hat irgendwo was. Oh. Wo hat der Werbe? Hier war ja was. Oh. Geh weg. Ein Feuer, hier. Ein Feuer, ein Kamin. Ein Kaminfeuer. Hallo. Ja, wir hören mal schon auf dich zu. Warte, hier schon mal drin? Kommen wir da nicht her? Nee. Nee, hier links ist nämlich ein Gang. Das sieht sehr nach. Hier ist was zum Lesen. Wo ist der Soli? Ach, genau, hier unten. Hier unten habe ich die eigene Elektroschock. Mollys Elektroschocktherapie verläuft sehr gut. Sie wird gefügig und reaktionsschneller. Sie hat Augenkontakt mit mir aufgenommen und heute meinen Namen verwendet. Sie verbringt jetzt die meiste Zeit alleine in ihrem Zimmer mit geschlossener Tür und flüstert vor sich immer trotzdem ruhig. Was zur Hölle? Nein, mach das nicht! Wir waren doch noch gar nicht so weit! Lauf. Ich hab auch eine Ratte. Ist was zum Lesen. Ach, die brauchen wir jetzt. Ja, aber ja, mal auf den Stuhl. Und dann auf den Stuhl, dann müssen wir Strom mal machen. Aber lass es doch erstmal kurz vorbereiten, bevor wir jetzt wieder alles. Sie kommt, glaube ich, gerade. Ja, sie ist hier. Noch können wir sie aufhalten, ne? Ich würde sagen, wir gehen einfach ganz schnell wieder raus. Wenn ihre Augen. Geht sie jetzt wieder? Sie düst wieder hoch. Okay, ich lese nochmal kurz. Mehrere Patienten und Pfleger hörten letzte Nacht seltsame Gesänge aus Mollys Zimmer. Sie ist verschwunden. Ich fand eine Reihe von Ratten in ihrem Zimmer, die schrien und sich gegenseitig kratzten. An den Wänden und dem Boden sind seltsame Symbole mit Blut geschrieben. Sie muss sofort gefunden werden. Ja, wofür habe ich noch was zum Lesen? As hell has broken loose. Es gibt überall tote Patienten, die in ihren Rollstühlen erwürgt wurden. Und oh Gott, ich höre sie lachen. Schön. Nicht die schnellste. So hat sie jetzt aggros. Hört mich irgendwer? Q. Nein, G. Meine ich auch. Geh wie gefallen. Okay. Geh wie guck runter.
noch was los hier. Ein Käfige. Schön. Leider hat der Aufseher heute unter Mollys Bett eine Reihe toter Ratten entdeckt. Alle waren auf unterschiedliche Weise verstümmelt worden. Ich mache mir Sorgen um einen möglichen Rückfall. Notiz: Der Aufseher muss gebeten werden, weitere Sicherungen für die Elektroschockmaschine zu bestellen. Wir benötigen ziemlich viele zurzeit. Aber ich habe jedenfalls alle Dokumente gefunden. Nerv euch jetzt nicht mehr. Jetzt, ich will meine Ratte nicht hergeben. Und laufe ich unten so fehl am Platz rum. Und der Rest Sicherung sammelt. Keine Ahnung, was der Rest so treibt. Hallo. Hallo. Ich habe eine Ratte, deswegen sammle ich nicht Ratte mit. Den ich verliere. Ich habe eine Ratte. Oh. Eine Ratte. Oh, da kommt sie wieder angewatschelt. Elegant wie immer. Frau Storch ist das. Jetzt hier gerne mal von Namen sehen. Hi. Vorsicht, lock sie nicht wieder in den Raum da rein, dann kommt die da wieder so doof raus. Nike ist sie ja. Ich hätte so unten noch nicht angefangen. Oh Gott. Oh. Wer hat denn da nicht draufhalten? Aufleuchten, warte mal. Wollt ihr einfach weglaufen? Natürlich laufen wir weg. Wer eine Ratte geopfert gerade? Wer, wer? War da unten wer? Furchtbar leise im Spiel. So, Sicherungen haben wir mittlerweile ein paar. 6, 10, nee, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, eine bräuchten wir vielleicht noch, ne, damit wir 9 haben. Eine liegt hier hinten noch. Ich weiß nicht, ob die kaputt ist. Dann bräuchten wir vielleicht alle ein paar Ratten und dann wieder alle auf einmal einfach opfern, oder wie wollen wir es machen? Ja, dann kommt sie hier runter, dann sind wir so ein bisschen problematisiert hier, ne? In der Werbe eigentlich, ja, habe ich länger nicht mehr gesehen. Ja, wenn das geht. Bräuchte man nur alle eine Ratte irgendwie? Dann laufe ich gleich auch los und hole mir eine Ratte. Und dann geht der Ernst des Lebens los hier. Dann bring mal Werbe mit, wenn du eine findest. Ich hab versucht immer noch eine Sicherung. Ja. Ja, irgendwie so süß. Ja. Und so artig, wie ist das jetzt? Der hat ja scheinbar Knochen zum Knabbern. Nom nom nom. Knochen von der Molly, Nee, Molly läuft hier noch rum, die hat noch ein paar. Davor habe ich eigentlich gerade eine andere Ratte geröstet, also wahrscheinlich ist er eine Ratte von der Tante oder so. Wo muss die Sicherung hin? Ach, hier rein einfach dann, okay. Sieht so aus. Eine Wehrratte. Was?
Ich find's schön. So fertig, ich will die anderen Mikros hören. Ja, das Ingame ist nicht so prille. Prille-pralle. Prille-pralle, naja, geht eigentlich. Ich find's sehr leise. Vielleicht ist auch mein Spiel ja, sehr das, leise. Das stimmt, Neo. Du läufst gegen die Glühbirnen. Ja, beieinander stehen, damit man sich reicht. Ich laufe hier gerne übergehen. Ach, die Glühbirnen sind auch für die Ratten wahrscheinlich, ne? 1, 2, 3. Diesmal musst du sie ausmachen. 7, 8, 9, 10. Ja. 10 Glühbirnenratten. Wie die, ja, die Ratte an dir rumbaumelt, ist ja Wahnsinn. Durch die Robe durch. Ja, das hast du auch da. Bloß nicht zu viel anfassen, die Ratte. Nee, das funktioniert leider nicht. Ganz jedenfalls. Schade. Joa. Man warte mal auf die Jungs, wa? Oh, man kann ja springen. Hui! Wow. Springt gut 2 cm hoch. Ja, sie versuchen's. Ja, kann ich auch nicht springen. Hey. Rattenrösten. Wie nennen wir ihn denn? Ich bin für Rattibert. Rattibert? Das ist sehr schön. Oh, sie kommt. Oh. Oh, wen habt ihr denn da mitgebracht? Okay, wir müssen das erstmal noch wieder raus. Geh mal wieder hoch. Da. Werft mal Agro, Alte. Sie stehen hier schon. Vielleicht verbratet noch nicht euer Blaulicht. Ich hätte gerade Soli aggro. Vielleicht muss Soli nochmal hochgehen, damit sie rausgeht, oder? Grüß mal schön. Wenn wir jetzt hier das machen, während sie schon da ist, ist ein bisschen... Whisky! Oh. Und Leuchtpower. So, jetzt geh nach Hause. Komm, ab. Geht das? Ja, sie ey, geht. Vorhin ist er auch auf der Treppe stehen geblieben, da müssen wir echt aufpassen, glaube ich. Naja, sie wird eh gleich wieder hier stehen. Wer möchte kurz Knopf drücken? Ich möchte Knopf drücken. Ich möchte Knopf drücken. Ich drücke Knopf, Achtung! Ich, damit ich dabei bin? Probier's mal. Ich drücke Knopf! Not, oder? Okay. Kannst du wieder heben? Warte. Crispy! Ich will gleich die nächste Ratte nutzen. Egal, weitermachen! Ratte drauf! Ratte, Ratte, Ratte! Ja. Tschüss, Soli! Soli geht schon mal vor! Ja, sie hat ihn! Dann hier, ja! Nein! Ja, die kommen jetzt nicht mehr. Verdammt! Du hast eine Ratte drauf, los weiter! Du hast ja noch! Wir haben keine mehr! Ich hab schon! Du hast bei mir noch eine Ratte in der Hand! Was? Gerade war meine, die ja. wir verbrannt haben! Ja! Ach, ich hab das hier hingesetzt! Ja. Die Hälfte haben ja, wir schon! Jetzt schon, glaube ich! Wollen Sie eine Versicherung okay, machen? Okay, dann suchen wir mal den Soli! Wie wär's mit deiner Rattenversicherung? Oh, beste! Hä? Da schreibt er neben mir. Oh! Huch! Guten Tag! Wollen Sie eine Rattenversicherung? Wer ist hier im Griff? Guten Tag! Was ist denn hier los? Denn wo kommt das durchs Fenster? Hm. Okay, wir brauchen also Essen. Essen, Essen, Essen. Ratte, Ratte, Ratte. Agro! In der Ratte? Oh, sie kommt die Treppe runter. Okay, sie ist wieder. Oh Gott, Licht geht an. Wo geht er denn hin? Hasse sie! Aber gibt's irgendwo, war hier nicht irgendwo so ein Health-Kit? Irgendwo ein Health-Kit? In der Küche ist auf jeden Fall noch was. Hier war irgendwo noch so ein... Jetzt im Keller gebracht worden? Ach, da oben.
Oh Gott. Ratte, Ratte, Schlüssel, Schlüssel. Elf Kids. Ratte! Ratte. Oh. Hey, los, Rollstuhlfahrer, Fahrer treffen. Bin zu nah. Ach, hier ist ihre Zelle. Ah, sie war im Keller eingeschlossen. More courtesy, as I see. Komm ich denn jetzt hier nochmal raus? Ach komm schon, was macht sie denn da unten? Hallo? Hallo? Hilfe! Oh, die ist hier, verdammt. Hallo, Hilfe! Wer ist denn da? Ja, hallo. Ich hab eigentlich ganz viel hier auf die Dankeschön. Sie hat mich von unten. Ich hatte gerade eine Ratte. Ich hab einen Teller. Wo ist eine Ratte? Unten im Keller waren eben noch zwei. Eine hatte ich schon. Im aber Keller auch? Okay. Ja, da an ihrer Zelle. Vorne in dem ersten Raum neben der Eingangstür quasi. Und irgendwo da unten muss noch eine sein. Hier waren eben zwei drin. Rollstuhlfahrer! Oh Gott. Schön, wenn die Treppe runterkommt. Oh mein Gott, der Rollstuhlfahrer. Schrecklich. Ich auch noch was. Wer atmet? Irgendwer weint hier. Da vorne, sie ist da. Sie hat schon 5 Ratten-Intus. Ich weiß nicht, ob sie noch zu bekämpfen ist. Oh Gott, schnell weg. Was ist denn das? Plattenspule? Ah, ne, Essen. Oh, Essen. Die wurde von mir weggeknuspert. Was ist das denn? Die war ich ja noch gar nicht. Im Herzschlag. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Lauf. Können wir uns verstecken vor der? Nee, ne? Nicht so richtig. Oh, hier sind Toten einsammeln. Ach, du bist das. Haha, wir haben sie auf Werbe umgelenkt. Kann ich nichts tun. Ich hab nichts gemacht. Oh Gott, was war das? Irgendwer atmet hier. Was? Ja, irgendwer atmet. Irgendwer hat hier geatmet. Wird die Tür gerade geöffnet? Oder nicht? Irgendwer hat hier gerade geatmet. Guck mal, das ist ein Rattenloch. Ist ja auch süß. Haben die da auch raus, aber gerade? Also hier ist keine. Bis jetzt. Moment. Hallo. Ratti. Ist auch noch Happy. Happy. Oh, Rollstuhl-Loot. Hier oben waren doch auch so viele. Ach, natürlich! Sie da oben unterwegs. Ach, komm! Bin wieder im Hauptsaal! Hallo! Ah, sie hat gerade keine Aggros. Dankeschön. Wird nichts mehr mit Ratte. Jedes Mal, wenn ich eine Ratte suchen will, dann steht sie vor mir. Huch. Die Mary lebt wieder, okay. Bin da, danke. Ah, hier ging's runter. Ich hab ne Ratte.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hi. Ich würde in die Ecke gehen. Hier unten waren noch zwei. Ich hab keine Ahnung. Alles so, als wäre sie direkt neben einem. Ah, hier ist auch noch. Hier ist noch eine. Na gut. Ich hab Angst, dass gleich hinter mir auftaucht. Ex. Tschüss, Werwer. Oh nee. Sie immer da ist, wo man sie nicht braucht. Hier unten ist aber nichts, ne? Muss ich da hinten wieder hoch. Hallo? Ah, da ist wer. Hallo. Hier ist noch eine Ratte unterwegs. Ratte? Ja, Werbe hat gerade eine verloren. Hier müsste eine drin sein. Die ist bestimmt wieder zurückgegangen. Ah. Werbe hat seine. Was erzählt denn da für ein Quatsch? Ich verstehe da nichts. Also. Ah, hast eine? Hier. Okay. Oder nee, da hinten? Nee, wo ging denn das nochmal hoch? Da vorne geht's hoch, aber ich weiß nicht, ob es woanders auch noch lang geht. Ach, hier ist noch einer. Wie läuft hier gerade hinterher? Rollstuhl-Dude, Ich weiß nicht, ob sie. Ist sie hinter uns? Lauf hoch! Ich glaube, sie ist hinter uns. Ich fürchte auch. Ah nee, da hinten ist sie, scheiße. Schnell da hinten rein. Schnell runter. Ah! Gib ihm! Jetzt sind die Fenster, komm Tschüss, Nord! Danke! Ratte kommt! Achso, die verschwindet. Ja, genau. So funktioniert das. Im Hauptsaal ist noch eine Ratte. Ich glaub, da hat's wen erwischt. Ist irgendwo noch Essen? Essen? Oh, Essen. Kein Essen. Medikits. Nehmen wir mal mit. Mach keinen Scheiß da oben! Oh, ist er. Oh, hier ist eine Ratte. Wo kommen wir denn da hin? Ich bin wieder. Oh, das ist ein Dude! Nein! Ach, fick! Einer lebt noch hier, einer kann nicht fliegen. Wer muss uns jetzt retten, oder? Oh, und das war's. War ja nicht so erfolgreich. Aber das war's mit der MVP. Als Versuch. Ey, sag mal, drängelst du mal nicht hier, Rollstuhltyp? Ah. Ich glaube, der hat mich getötet. Oh oh. Oh Molly, wir können über alles reden.
Tja, das lief ja nicht so gut. Gerade hören wir nämlich nichts. Ich rufe jetzt. Hallo. Hallo. Ja, das war die leichteste Schwierigkeitsstufe. Lass mal wieder reinkommen ins Spiel, ja? Ja, das lief nicht so gut. Hat irgendwie nicht so geklappt wie geplant. Wir haben aber auch nicht mehr so viele Ratten gerade gefunden. Aber guck mal, es haben nur noch zwei gefehlt. Das ging eigentlich. Aber dann... Ich hatte gerade auch Also, ich hatte noch eine Ratte. Aber ja. Im Wohnzimmer, ich schon sagen. Ist auch eine rumgelaufen. Ich glaube, wir müssen halt viel mehr zusammenbleiben, damit man sie ja mit dem UV-Licht halt auch abwehrt und nicht einfach nur sich holen lässt, weil wir hatten halt echt nicht genug Medkits dafür am Ende. Ja. Bei irgendeinem Punkt müssen wir scheinbar wirklich zusammen rumlaufen. Ich ja, mag den Ingame. Am Ende, als ich gestorben bin, das letzte Mal, da war sie irgendwie auf einmal wirklich vor mir. Also ich hatte gar keine Chance, die irgendwie anzuleuchten oder irgendwas. Sie war halt einfach nur so Jumpscare-mäßig plötzlich da. Ich mag den Ingame-Chat nicht. Das ist doof. Ja, so geil finde ich den jetzt auch nicht. Aber es ist immersiver. Ja, aber der ist doof. Immersive! Ja! Sonst müssen wir einfach manuell leiser sprechen, wenn wir weiter weg sind, so im Discord. Ich bin dann weiter weg! Ich bin ganz weit weg von euch. Ihr hört mich noch. Das ist lieber auf jeden Fall schon mal. Ja, dann beende ich mal die Folge und mal gucken, ob es noch eine gibt. Ne? Bis denn! Tschüss!